Und hallo YouTube, willkommen zur neuen Aufnahmesession und Folge von Let's Play the Dark Souls 3, nicht The Darkest Dungeon, Dark Souls 3. Der Ritter mit Hut winkt zur Begrüßung. Und wir haben uns in der letzten Folge hier bis zu diesem Bonfire vorgekämpft. Und ich probiere mal kurz, ob die Tür da drüben aufgeht. Wenn die aufgeht, dann gehen wir weiter. Wenn sie nicht aufgeht, dann gucken wir mal. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay, was sagt die Nachricht? Tür, ja, das ist hilfreich. Kurz alles ausprobieren. Ob hier alles so klappt. Ich weiß inzwischen, was die Rufsymbole hier sind. Diese lilanen Dinger, das sind Rufsymbole für Leute, die dir sowohl helfen wie auch dich umbringen können. Also in Dark Souls 2 gab es ja nur die Möglichkeit, entweder Freund oder Feind. Hier kannst du praktisch beides sein. Also diese pinken Typen, oder die, nee, das ist nicht pink, das ist lila. Diese lilanen Typen sind praktisch Leute, die sowohl Verbündete wie auch Feinde sind. Und ich will kurz gucken, wir haben 3300 Seelen. Wie viel brauchen wir denn? Status. Benötigte Seelen. Wir brauchen ein bisschen mehr noch für ein Level Up. Dann gehen wir mal hier weiter. Beziehungsweise wir gehen nicht weiter, wir gehen eher zurück als weiter. Denn ich will noch in die andere Richtung ein bisschen erkunden. Und ich glaube, hier gibt es noch einiges mehr zu sehen. Da oben sehe ich zum Beispiel schon den ersten Gegenstand leuchten. Das heißt, wir gucken erstmal da lang. Natürlich wie immer vorsichtig, ob Feinde in der Nähe sind. Das ist immer in Dark Souls. Ich habe jetzt eine Woche nicht gespielt. Das heißt, wahrscheinlich werde ich jetzt sowieso gleich total verkacken. Okay, ja, die hat diesen miesen. Die hat diesen einen miesen Buchhauschlag. R ist Estus. Mit dem sie mich immer erwischt, weil der etwas schneller geht, als ich denke. Also da weiche ich immer einfach zu spät aus. Sondern hier drüben habe ich doch fast Leuchten gesehen. Das war gerade sehr erfolgreich. Ich muss mich da jetzt gerade selbst loben. Das war ein exzellenter Sprung. Ah, stimmt, das habe ich jetzt auch rausgefunden, weil ich habe natürlich zu Beginn der neuen Aufnahme erstmal getestet, ob ich noch alle Steuerungselemente drauf habe. Springen habe ich scheinbar nicht mehr drauf. Man kann jetzt tatsächlich, wenn man sofort nach dem Springen. Oh, schön rostige Münzen. Die sind, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Wenn man sofort nach dem Springen die Lauftaste. Okay, da kommt wieder der Kollege. Okay, der kann sein Messer da auch ausfahren. So, der ist auch weg. Ich nehme gerade sehr viel Schaden noch. Wie gesagt, ich muss jetzt wieder reinkommen ins Spiel. Wir konnten aber erstmal ein bisschen zurück, denn ich bin mir sicher, dass wir noch viele besehen haben. Das ist auch der Grund, warum ich in die Hub-Welt, also in den Thronsaal zurück will, weil da gibt es garantiert auch noch einen Haufen Sachen, die wir noch nicht gesehen haben, beziehungsweise. Und da bin ich mir sehr sicher, dass es da auch noch, dass es da neue Leute auch sind, weil wir haben ja in einer der letzten Folgen diesen einen Pilger da auf der Brücke getroffen und der hat sich dann da aufgelöst. Häufig ist es so, also wenn sich da so ein NPC so auflöst, dann heißt es entweder, er ist in der Hub-Welt zu finden oder er ist zu seiner nächsten Position gegangen. Oh, da ist noch einer. Gut, dass die hier überhaupt kein Problem sind. Ich will den kontern. Ich will den jetzt mal. Okay, der braucht bedeutend länger. Der braucht viel länger, als ich denke. Dann töten wir ihn einfach. Das. Ich weiß nicht. Ich habe das mit dem Konter nicht drauf. Könnte mich das kleine Mistvieh mal kurz in Ruhe lassen? Ihr merkt vielleicht neue Aufnahmesession. Ich baue hier gerade noch Scheiße. Der ist besser als man aussieht. So, jetzt aber.
Meine Fresse, ich stelle mich an. Okay, jetzt haben wir schon wieder kein Estus mehr. Ich glaube, wir machen mal den Thronsaalplan, bevor ich hier noch mehr Scheiße baue. Beziehungsweise wir werden wahrscheinlich nicht von dem Leuchtfeuer aus starten, sondern vom anderen. Da waren nämlich noch mehr Wege, die wir nicht gegangen sind. Also, hier gibt es einfach noch mehr zu erkunden, was ich erst sehen will, bevor wir weitergehen. Weil ich mir so sicher bin, dass wir einfach ganz, 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 ganz viel noch übersehen haben. Weil es hier wahrscheinlich so viele Wege gibt. Allein wie zum Beispiel kommt man auf die andere Seite dieser Tür? Ich weiß es nicht. Aber erstmal wollen wir zum Feuerbannschrein, denn da gibt es garantiert auch noch so einiges, was wir nicht kennen. Und ich glaube, ich werde jetzt mal bald Großaxt des Dämonen. Eine unter Dämonen beliebte Großaxt mit der Kraft des Feuers. Die ist der Chaosflamme und da ist der Text weg. Ich glaube, ich ziehe uns jetzt auch mal wieder die eigentliche Ausrüstung an. Hier, komm. Der Ritter mit Hut tauscht jetzt der Ritter mit. Wenn das weiß wäre, wären wir jetzt beim Ku Klux Klan. Aber wir sind natürlich ein Ritter. Das heißt, wir haben auch einen Ritterhelm auf. So, sind wir wieder ein ordentlicher Ritter. Ich wollte mal gucken, ob hier neue Leute sind. Sind dann wahrscheinlich irgendwo da hinten. Da ist die. Genau, ich hatte noch einen Schlüssel. Wie viel kostet der Schlüssel? Gegenstand kaufen. Wie viel kostet dieser Schlüssel? Die hat auch Waffen. Und eine Fackel. Sollte man sich vielleicht auch überlegen zu kaufen. Ich glaube nicht, dass sich diese Waffen groß lohnen. Der kostet 20.000, also so viel haben wir gerade nicht. Die hat auch noch drei von den Aschendingern. Ja, sowas sollte man sich immer doch merken. Aschenmann. Ja. Da ist der Schmiedemann. Ah ja, da hockt zum Beispiel der Typ aus dem Käfig. Oh, hello, you're back. And in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need, speak up. Just don't ask me where I got them. Okay, bei dem kann man auch Gegenstände kaufen. Was hat der im Angebot? Der hat ein Standardhelm. Ich glaube, das ist alles gar nicht so toll. Bastardschwert 138 zu. Haltung, Stampfen. Das ist auch so, man kann hier nicht ganz so gut vergleichen, was man selbst für Stats hat. Das heißt, es ist ein bisschen blöde, das hier zu sehen, was einem nicht wirklich hilft. Der hat keine Schlüssel. Okay. Aber ich will mit ihm. Und wir können ihm diesen Knochen von Loretta geben, aber erst will ich mit ihm reden. Do me a favor and don't forget our promise. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. A nuisance, I know, but it will help me tie up some loose ends. Ah ja, das heißt, da wir den Knochen von Loretta gefunden haben, heißt das, sie ist tot. Ja, ich glaube, wir sagen ihm einfach, wie es ist. Heavens, she was already dead. Thank you. I'm not surprised, though. Almost a relief, really. You can keep the ring. As well, a little trinket of thanks, I suppose. So, hast du noch was zu sagen? You can keep the ring. Hast du noch was zu sagen? You can keep us. Der hat nichts mehr zu sagen. Was kann man hier verstärken bei dem? Ach ne, das heißt verkaufen, nicht verstärken. Okay. Erkennt man auch an dem K. And stay safe. Ja, wir passen schon auf uns auf. Okay, das heißt, das bestätigt ja mich in der Annahme, dass hier die Leute herkommen. Und da ist der Pilgermann. Ich wusste doch, dass der auch hergekommen ist. Pilgermann, wie geht's denn so? Oh, our champion of Ash. Welcome home. This pilgrim, with a debt in death, hardly deserves to behold this divine flame. And I never would have. Had you not taken me into your service, I thank you dearly for this and assure you of my leal service. Der weiß, wie man mit mir zu reden hat. Das nehmt euch mal an dem Beispiel. Behandelt mich als Champion oder so. Was hat der zu verkaufen? Der verkauft Zauber. Nur Zauber, okay, dazu ist nichts. Und hier
kann man wahre Stärke entfalten. Was heißt das? Then shall we begin? Ja. Bearer of the dark sign, let your true strength shine. Oh, bei dem kann man. Oh. Können wir ernsthaft gratis leveln? Hey, wir können hier gratis leveln. Okay, was leveln wir gratis hoch? Vitalität, das ist gar nicht mal so wenig eigentlich. Das ist wirklich nicht wenig. Wir bekommen, wenn wir Stärke hochleveln, bekommen wir immerhin 3 Schaden. Geschicklichkeit bekommen wir nur einen Schaden. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal einmal auf Stärke. Ja. As I have said, I was once a sorcerer. Alas, the magic of Londor is a far cry from the wonders of Vinheim. But I can teach you what I know. Perhaps more importantly, I believe that I can help tease out your true strength. We pilgrims of Londor are keenly aware that those branded by the dark sign possess something quite special. Ja, und wir können eine neue Geste machen, herbeiwinken. Deshalb will ich hier mit den Leuten reden. Man bekommt halt wirklich Sachen dafür. As I have said, alas, but I perhaps I'm a weep that those just be safe, champion of ash. Ja, gratis Level nehme ich gerne. Was Geste haben wir noch eine neue bekommen? Gucken wir uns doch die mal auch noch an. Hier waren die Gesten. Wechseln wir doch mal. Oben zeigen, glaube ich, brauchen wir nicht. Was ist denn herbeiwinken? Zusammenbrechen. Vorne zeigen. Herbeiwinken. Interessant. Ja, die Mods sind jetzt nichts Besonderes, aber ich bin auch so ein Sammler. Also ich mag es, wenn ich alle habe. Ich habe auch Dark Souls, ich glaube, ich habe Dark Souls 2 auch einmal nur durchgespielt, weil ich eine Emote haben wollte, die ich verkackt habe zu haben, zu bekommen. So, können wir unsere... Und haben wir noch ein Estus-Flakon? Okay, haben wir keins. Können wir unsere Waffe verstärken? Können wir nicht. Wie viel macht das jetzt? 154 macht das Ding. Wäre aber das Bastardschwert gar nicht mehr so weit weg. Pretty, be careful. So, aber und jetzt level. Aber bevor wir jetzt hier leveln, will ich tatsächlich hier nochmal rausgehen. Wo war denn hier der Ausgang? Weil ich glaube, dass draußen auch noch was zu finden sein wird. Weil da, glaube ich, haben wir echt wenig geguckt, was doch draußen ist. Oder bin ich jetzt? Ich bin im Kreis gelaufen. Ja, das war sehr nützlich. Wie kommt man denn hier nochmal raus? Hä? Wie kommt man hier raus? Es war da oben. Genau hier war das doch, oder? Wo ging es denn hier raus? Das hat er doch einen Ausgang. Haben wir mit dir schon geredet? Unkindled, are we? And fast on the trail of the Lords absconded? Then these red eyes are for you. Ah, jetzt haben wir das PvP-Item bekommen. Geborstener roter Augapfel. Damit kann man die Welten anderer Spieler angreifen, also wenn man den benutzt, wird man in die Welt eines anderen Spielers teleportiert und kann den töten. Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. What else are unkindled ashes good for? Pillage embers, what else are unkindled? sagt aber, doch, da oben ist der Ausgang. Okay, war aber gut, dass wir auch noch raufgelaufen sind, den kannten wir auch noch nicht. Jetzt haben wir das PvP-Item. Und einen Moment. So, ich jubel hier mal ein bisschen, während ich in außerhalb des Spiels, also praktisch im Real Life, ordentlich niesen musste.
konnte aber noch rechtzeitig das Mikrofon ausschalten, bevor das schlimm wurde. Und ja, ich glaube, hier draußen habe ich noch nicht viel erkundet und ich war mir nicht sicher, ob hier noch was ist. Da wollte ich eben noch gucken, ob man hier noch irgendwo anders hin kann, weil ich glaube, genau, hier waren nämlich noch Wege, die wir nicht angeschaut haben, zum Beispiel da hinten rauf. Das war eh das, was ich ein bisschen befürchte, dass wir halt ganz viele Stellen noch nicht gesehen haben. Hier noch mehr von denen finden, die bringen mir dann auch ein paar Seelen. Da liegt zum Beispiel noch ein Item. Das hätten wir jetzt verpasst sonst. Glut, ja, haben wir noch eine Glut gefunden. Das könnte später sehr, sehr nützlich werden. Wie gesagt, diesen ganzen Weg hier, ich will das dann alles erkundet haben. Und ich habe ein bisschen Angst sogar die ganze Zeit, dass wir was übersehen, was halt total cool oder total wichtig oder selten wäre. Zum Beispiel ein Heimatknochen. Der ist zwar nicht total selten oder wichtig, aber es ist immer schön, sowas zu haben. So eine Verbindung zur Heimat. Ich drehe mal hier die Maussensibilität ein bisschen runter. Schon besser. Na, immer noch ein bisschen hektisch. Es ist fast ein bisschen zu langsam. Hier so, das belassen wir es dabei. Und da steht einer. Hat der einen Katana? Der hat einen Katana. Oh, der ist gut. Oh, der ist richtig gut. Aber er ist kein Gegner für den Ritter. Oh fuck, ich habe nicht auf die Ausdauer geachtet. Aber jetzt haben wir ihn. Der war widerstandsfähig. Oh, wie geil! Das Uchi-Katana! Hui! Alter! Das ist hier versteckt? Ja, wie geil ist das denn? Wir haben das Uchi-Katana gefunden. Das ist aber richtig cool. Also, den Gegenstand, den kennt man aus den früheren Souls-Spielen. Den gibt's nämlich, also den gab's in Dark Souls 1 glaube ich auch, in Dark Souls 2 auch auf jeden Fall. Und ist ja richtig cool. Wir haben das Uchi-Katana gefunden. Mal kurz aus da wieder hochkommen lassen. Was machst du? Zweihand. Das ist eine ziemlich coole Waffe. Das ist halt so ein bisschen eine Waffe, die einen. Genau, diesen Slash-Angriff. Und zack. Zack. Das ist halt so cool. Schweren Angriff. Eine dich, da stößt man. Genau. Alter, das ist eigentlich eine ziemlich coole Waffe. Kann man hier noch rein? Okay, wahrscheinlich braucht man hier dann diesen Turmschlüssel, den die alte Frau hat. Aber das ist ziemlich cool. Wir haben das Uchi-Katana gefunden. Freut mich halt wirklich. Da sagt noch eines, lohnt sich nicht alles zu Ost-West-Schild. Sehr sinnvoller Name. Ost-West, also in der Mitte. Okay, dafür braucht man dann wahrscheinlich den Schlüssel, aber hat sich sehr gelohnt. Was braucht denn das Uchi-Katana für Stats eigentlich? Das ist tatsächlich 16 Geschicklichkeit. Wir haben, wie viel Geschicklichkeit haben wir? Wir haben 15. Wir können das sogar benutzen, wenn wir es haben. Ich glaube, das ist sogar gar nicht mal schlecht. Jetzt im Moment hat es halt wenig Stats, verglichen mit unserem Langschwert, weil unser Langschwert plus 3 ist, also schon dreimal aufgewertet wurde. Und so, außerdem haben wir nicht die nötigen Stats, aber ich gehe mal eins auf Geschicklichkeit, kann nicht schaden. Und dann holen wir uns das Uchi-Katana, weil es eine verdammt coole Waffe ist, beziehungsweise es ist einfach so eine Waffe, das ist einfach so eine Erinnerung, weil die Katanas, also das gab es halt schon vorher, das Uchi-Katana. Das ist eine ziemlich coole Sache, finde ich sehr geil. Also ich habe erwartet, dass wir so ein paar Kleinigkeiten finden, vielleicht noch irgendwie so einen kleinen Schatz oder sowas, aber nicht, dass man sowas groß findet. Hier geht auch noch eine Treppe hoch. Was bin ich eigentlich für ein Trottel? Habe ich nicht alles richtig erkundet, ey. Das ist so schlimm. Deshalb müssen wir alles erkunden. Und
Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie man die unsichtbaren Wände in dem Spiel triggert. Also Dark Souls, beziehungsweise die Soul-Spiele allgemein, was ja Dark Souls ist, immer 1, 2 und 3, bei denen, da gibt es immer unsichtbare Wände, das sind also Illusionswände, die sind gar nicht da, man sieht sie halt. Und in Dark Souls 1 konnte man die wegmachen, indem man dagegen prügelt. In Dark Souls 2 musste man vor ihnen stehen und interagieren drücken. Und das konnte man gern vergessen, dass man damit interagieren kann. Oder ist das der Turm, in dem man da rein kann? Öffnen? Ah ja, dafür braucht man also einen Schlüssel. Sehe das verlassene Leichnams. Warum ich das alles nicht gleich erkundet habe. Da liegt auch was. Okay. Da sieht es ein bisschen flacher aus. Ist das einer von diesen alten Riesen? Hey, cool, das ist einer von diesen alten Riesen. Also wer Dark Souls 2 gespielt hat, weiß, was ich meine. Und da ist eine Leiter. Tja, zu fett zu hüpfen. Ah, da oben ist eine Brücke. Okay, wir... Ah, jetzt will ich den Schlüssel kaufen. Aber der kostet noch so viel. Der kostet... Noch, da brauchen wir 14.000 Seelen mehr. Ist hier eine unsichtbare Wand? Okay, bis wir rausfinden, bis wir einmal eine unsichtbare Wand gefunden haben und wissen, wie wir sie triggern, werde ich gegen jede Stelle, wo ich eine unsichtbare Wand vermute, hauen und E drücken. Also um einfach nur sicher zu gehen. Ups, das tut gar nicht mal so weh. Wir holen uns mal kurz eine Geschwindigkeit. Aufsteigen. Very well. Then take no. Ja, ja. Einmal Geschicklichkeit. Und zurück. Dankeschön. Farewell, Ashen One. May the flame. Ihr auch, Fair Lady. Das interessiert die gar nicht. Da ist man nett zu ihr und die interessiert sich gar nicht dafür. Aber Uchi Katana ist immer noch viel schlechter. Mal kurz ein. Beziehungsweise ich hau das mal. Falsch. Ich hau die mal auf die beiden Slots nebeneinander. Und vergleich die mal direkt. Uchi Katana dagegen. Das hat halt mehr Reichweite, ne? Ich würde fast gern mit dem Uchi Katana spielen, einfach nur weil es so ein Erinnerungsding ist. Und weil es relativ viel Reichweite hat. Wir sind zwar nicht unbedingt ein Samurai, also wir sind ja eher ein. Wir sind ja ein also eindeutig europäischer. Ich glaube, das Helmdesign ist sogar ein italienisches. Oder ist das ein deutsches Helmdesign? Nee, das ist ein deutsches Helmdesign, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Es ist entweder ein deutsches oder ein italienisches Helmdesign. Die Katana hätte mehr Reichweite. Wir können nicht beide Waffen gleichzeitig tragen, das ist das Problem. Normalstoß, Hiebstoß. Beide haben Halten und Haltung als Spezialangriffe. So, das ist auch ein so cooler Schlag. Weil hier können wir den. Damit kann man sich doch bewegen. Zack. Bei dir kann man sich da auch bewegen. Ja, man kann sich da weiter bewegen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Okay, merken, man kann sich da weiter bewegen. Aber wir legen mal das Uchi Katana derweil. Derweil noch weg und verwenden weiter unser Ritterschwert. Einfach nur, weil es im Moment noch besser ist. Aber ne. Erstmal am Leuchtfeuer rasten und weiterreisen. Wir reisen los und zwar abbruchreife Brücke oder zur Untotensiedlung. Wir reisen nochmal hier hin, weil wir da einen Weg noch nicht genommen haben. Da gab es nämlich noch eine Brücke, über die wir nicht drüber gegangen sind bisher. Und da will ich noch auch hin. Wie gesagt, hier muss man alles erkundet haben und ich glaube, wir werden uns jetzt 20.000 Seelen zusammensparen tatsächlich. Und gucken, dass wir
dass wir. Genau, die Brücke da, also da vorne, da in dem Gebiet waren wir nicht. Und dann werden wir gucken, dass wir uns mal einen Schlüssel holen. Halt die Schnauze. Zu langsam. Zu langsam. Da gab es noch eine Brücke. So, hier müssen wir wieder auf die. Auf diese Käfighainis da aufpassen und auf die Kleinen, die hier überall rumkrebsen. Ja, dann bist halt da unten, ne? Der kommt doch garantiert gleich wieder hoch. Die muss man, die darf man dann echt nicht zum Schlag kommen lassen, weil die sehr, sehr schnell und agil sind. Au. So, jetzt aber. Schlückchen trinken. Und weiter geht's. So, den. Und den Dingen hier darf man ja nicht mehr trauen. So, den haben wir in der Luft erwischt. Sehr stylisch. Die bluten nicht, die haben nur so ein Schlamm im Blut. Und da über die Brücke wollte ich rüber, weil da waren wir noch nicht. Da ist wieder die brennende Baumkirche. Und darunter, da waren wir auch. Da waren wir da schon? Doch, da glaube ich, waren wir schon. Ich will jetzt mal zentral hier über die Brücke rüber. Kommen die uns nach? Ne, die kommen uns nicht nach. Gut. Vorsicht mit dem Ding, Kollege. Da könntest du leicht mit ihm wehtun. So, hier ist wer verreckt und ich sehe warum. Weil hier Leute, da warten die Stalljungen schon auf dich. Und hier liegt was. Seele, große Seele eines verlorenen Leichnams. Die Seelen werden größer. Ups, da hing das Spiel mal ganz kurz. Alter, der hat eine. Der hat ein verdammt großes Messer. Ist das ein. Ja, das ist der Flamberge. What the fuck? Wo hat der ein Schweizer Schwert her? Wo hat der ein Schweizer Großschwert her? Kann mir das mal jemand verraten. Warum der Typ von allen ein Schweizer Großschwert führt? Diese Tür geht sehr schwer auf, möchte ich anmerken. Und was uns hinter dieser Tür erwartet, also hinter exakt der Tür da. Hinter dieser Schwelle, was uns da erwartet, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Dark Souls 3. Bis dann. Tschüss.